Leute, weiter geht's bei Pokémon Rubin. Hier oben haben wir den Boss von Team Magma und dem sagen wir jetzt mal gepflegt Hallo. Die Kraft, die in den Meteoriten steckt, wenn man die mit dieser Maschine verstärkt, würde die Aktivität des Flutwerks enorm verstärkt. Der Vulkan würde ausbrechen, Lava würde erkalten und hart werden und so entsteht neues Land. Du schon wieder. Hör gut zu. Wir Menschen sind an Land groß geworden. Land bedeutet Leben. Es besitzt absolute Priorität. Daher widmet sich Team Magma der Aufgabe, die Landmassen zu vergrößern. So entsteht mehr Raum für neue Arten von Pokémon. Und die Menschheit erhält mehr Raum, sich zu entwickeln. Das ist die große Vision von Team Magma. Ich kann einem Studienkind wie dir nicht erlauben, sich uns in den Weg zu stellen. Ich, Mark, werde dir zeigen, was passiert, wenn du uns aufhalten willst. Okay. Beruhig dich mal wieder, okay? Du hast drei Pokémon. Ein Papinella. Süß. Sehr süß. Stärke. Bams. Ja, macht ordentlich Damage. Stachel. Oh, lass das. Immer diese verdammte Paralyse. Uncool. Naja, Starman kriegt das hin. Megas. Shit. Greif an, bitte. Starman, bitte greif an. Es reicht. Gut gemacht, Starman. Uff, der Megasauge hat mir jetzt kurz ein bisschen Sorge bereitet. Als nächstes kommt ein Ditto schon wieder. Was soll ich machen? Frosty. Ditto ist schon fies irgendwie. Aber immerhin wird es schwächer. Das ist gut. Biss, komm, Frosty. Wandler, okay. Gut. Und jetzt Zertrümmerer. Mal sehen, welches viel länger überlebt. Oh, natürlich. Ja, komm schon, Fluchtwert ist in Ordnung. Sehr gut. Noch einmal muss... Gefährlich. Holy shit. Lass das doch mal. Nee. Ich wechsle aus. Ich sagte, ich wechsle aus. Und zwar auf Beißer. Ja. Mach mir dann Angst. Was ist wo... Natürlich wurde es geheilt. Leck mich doch. Erstauner. Super. Zertrümmerer. Passt schon. Shit, ging daneben. Komm schon. Shit. Komm schon, Beißer. Triff. Scheiße. Beißer, triff. Danke. So, ja, Ditto ist verdammt gefährlich hier. Frosty versucht, Eissturm zu erlernen. Ja, komm, Pulverschnee weg. Wie Senior. Ich denke, das macht... Das macht Blume, komm. Wie Senior ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, würde ich sagen. Erstmal einschlafen lassen. Dann mit den Egelsamen nachhelfen. Und dann wird es angegriffen. Tja, Mark, was hältst du davon? Einfach mal aufzugeben, wenn es an der Zeit dafür ist. Manchmal muss man sehen, wann man verloren hat, okay? Na, oh, super Trank. So. Und es schläft immer noch um die Egelsamen. Erledigen den Rest. Super. Tschüss, Visor. Ich mag Visor. Gut. Hätten wir das geschafft. Spieler besiegt. Magma-Boss. Mark. Wie bitte? Ich, Mark, wurde ganz hinterhältig besiegt. Wow, und gibst mir 2000 Poké-Dollar. Nicht schlecht. Ah, was soll's. Ich werde für heute meine Pläne am Flutwerk vergessen. Für heute. Niemand wird uns hier was stoppen. Team Magma wird siegen. Vergiss das nicht. Okay, ist ja gut. Hey, Shawnee, mit deiner Hilfe konnte ich die Pläne von Team Magma durchkreuzen. Aber dieser Sieg bedeutet nicht, dass es seine üblichen Pläne aufgeben wird. Wir werden ein wachsames Auge auf Team Magma haben und es weiter verfolgen. Shawnee, wir werden uns wiedersehen. Ja, meinetwegen. Nehmen wir hier noch den Meteoriten mit. Man weiß ja nie, falls man den mal gebrauchen kann. So. Und ja, das glaube ich auch nur so Zusatzzeug. Müsste ich nicht mal unbedingt dorthin bringen, wo er hingehört, glaube ich. Welches Pokémon ist vorne?
Paralysierter Starman. Uncool. Aquana, bitte du nach vorne gehen. Danke. So. Und nun werden wir einfach hier unseren Weg nach unten, ja, suchen. Steilpass, hier kann ich mir auch wieder was fangen in diesem Fall. Zählt als eigene Route. Und hier bekommen wir ein Letaking. Letaking? Ich meine, Letaking? Holy shit. Ich meine, wir haben ja bereits ein Mundtier. Versteht ihr? Wow. Nein, ich... Oh, shit. Ich wollte nicht nochmal angreifen. Oh, Mann. Egal, egal. Ich hätte es eh nicht ins Team genommen. Ganz im Ernst. Ich hätte es eh nicht ins Team genommen. Gegen wen kämpfen wir? Gegen dich hier. Shit, bekomme ich das Item da nicht mehr. Egal. Egal. Der Stallpass ist zu... Was? Zu schwer zu Fuß zu meistern. Aber ein guter Ort zum Trainieren. Ja, aber leider kein Pokémon für mich, weil ich es einfach mal besiegt habe. Ja, kann ja mal passen. Perfekt. Synchro und die Beere und alles ist gut. Perfekt, Angela. Perfekt. Porygon 2. Ich mag Porygon 2. Und Konfusion. Zack. Wunderbar. Ja, kein Letaking für uns. Sorry, mein Fehler. Kacke. Angela kriegt wieder hier eine Beere. Und soweit ist dann alles in Ordnung, würde ich sagen. Ah, Letaking. Wir werden niemals Freunde werden, scheinbar. Naja, was soll's. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Dieser Platz eignet sich... sicher nicht gut für ein Picknick, was? Hä? Drei Pokémon. Letaking. Aquana, mach das bitte genauso, wie du es vorhin gemacht hast. Wär echt cool. Gerne. Mach's platt, Aquana. Dankeschön. Und ein Schnäppke. Deswegen wechseln wir aus. Nicht, dass Aquana dann auf einmal einschläft. Weißer, das machst du am besten. Und zwar mit dem Biss. Ja, macht ordentlich Schaden. Kopf. Kopfnuss. Kopfnuss wäre interessant. Dann könnte ich mir nämlich noch mehr Pokémon fangen. Biss. Erstaunlich, ja. Ist kaum der Rede wert. Aber der Biss besiegt auch dieses Girafarik. Und Level Up für Beißer. Und Gwendolyn wurde auch besiegt. Oh nein, das liegt am Boden. Es ist zu uneben. Laber nicht rum hier. Ich sollte vielleicht noch ein paar Tränke verteilen. Ein Beißer. Ja gut, das reicht eigentlich. Das reicht eigentlich. Okay. Ich könnte jetzt da nach links gehen und mir das Item holen, aber... Ich glaube noch nicht. Ich würde gerne nach Malmfrou City. Aber wenn ich diese Stufen hier runtergehe, komme ich kaum wieder nach Bad Lavastadt, ja, weißt du. Aha, 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 aha. Hier gibt es das Ei, nicht wahr? Hier bekomme ich das Ei, das ich beim letzten Mal in Laubwechselfeld vermutet habe. Verstehe. Gut, dann hol mir das Ganze jetzt nach. Team Pokémon. Frosty. Bitte hier warten. Und wir holen uns das Ei. Komm ich von dir, oder? Wir nehmen uns so viel heißes Wasser, wie wir brauchen, und trotzdem trocknen die heißen Quellen nicht aus. Ist das nicht fast wie Magie, hä? Diese heißen Quellen bilden sich in der Nähe von aktiven Vulkanen. Wasseradern im Boden werden durch das Magma erhitzt und kommen als heiße Quellen an die Oberfläche. Bekomme ich von euch das Ei? Bla 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 bla. Oder von euch da außerhalb des Wassers. Ja, eher von euch außerhalb des Wassers. Ist ja gut. Jetzt habe ich mich kurz gewaschen und dann passt das auch. Ja, ist doch wahr. So. Von dir. Ich habe hier ein Ei. Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich es in heißen Sand vergrabe. Ja, aber es reicht offensichtlich nicht aus. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gib es mir her. Gib es mir jetzt her. Bekomme ich ein Ei oder ist es ein Pokémon? Es ist ein Ei, okay. Wird sicher noch lange dauern. Ja, ist in Ordnung. Ob ich mich hier drin auch was angeln könnte, diesen heißen Quellen? nun gut. Nun gut. Bekomme ich hier auch noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir versuchen uns erstmal an der Arena. Oh nein, ich hasse diese Arena. Ich hasse sie ernsthaft.
Was denn da baut's? Okay. Kein Thema. Und kein Thema. Level Up für Aquana. 28. Dann kommt ein Visor. Das macht Angela. Kriegt auch gleich ein Level Up. Psychokinese. Zack. Das war's für Visor. So, Level Up. 28. Und ein Formeo. Interessant. Starman, mach du das. Blubstrahl. Wunderbar. Regentanz, okay. Okay, machen wir halt was anderes. Und zwar Stärke. Zack. Ja, Formeo habe ich jetzt noch nie so wirklich gesehen als starkes Pokémon. Noch nie. So, dann müssen wir hier weiter. Ich werde jetzt versuchen, möglichst schnell zur Leiterin zu kommen. Aber es wird bestimmt schwierig werden. Libeldra, wow, nicht schlecht. Nein, nicht der Sandwirbel. Nicht der Sandwirbel, habe ich gesagt. Oh, jetzt trifft Aquana nicht mehr. Doch, es trifft. Über 1000 Erfahrungspunkte, klasse. Nütze war nicht stark genug. Ja, ja, leck mich. Dann entweder hier weiter oder hier weiter. Nirgendwo ist ein Trainer drin. Versuchen wir es hier oben. Dann hier. Da ist jemand drin, okay. Ich versuche Stress abzubauen. Komm her, ich will mich abreagieren. Aha. Nidorino. Sollte Aquana eigentlich auch hinkriegen. Energiefokus, okay. Pump dich nur auf. Interessiert Aquana nicht. Weg mit dir. Sehr gut. Und du hast noch ein anderes Pokémon, glaube ich. Ein Kleinstein. Blume, komm. Du brauchst auch immer ein paar Erfahrungspünktchen. Rasierblatt. Sag tschüss, Kleinstein. Ich mag mein Team. Ganz im Ernst. Mein Team ist cool. Haken wurde besiegt. Ich hoffe, Flavia wird dich rösten. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Ich gehe oben lang. Und es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Glaube ich. Also bis hierher stimmt es ja, glaube ich. Nehmen wir jetzt diesen Weg. Das stimmt. Das müsste stimmen. Und jetzt ist die Frage, wo lang? Auf jeden Fall nicht links. Hey, okay, ich kämpfe mit dir. Kämpferin Chantal setzt Nocturne ein. Aquaknarre. Ich bin gespannt, was Flavia für Pokémon dabei hat. Verfolgung, ouch. Tempohieb, ouch. Ja, ich weiß, Aquan hat noch nicht viele tolle Attacken drauf. Ich weiß. So, Ruckzuckhieb. So, weg mit dir. Aber Aquana ist trotzdem super und erreicht Level 29. Ah, das war's schon. Ja, du bist stark, Mimimi. Gut, ich würde sagen, oben entlang. Und ich glaube, das passt so. Shit. Wo will jemand kämpfen? Hier. Gut, dann muss es irgendwo unten sein. Ja, du musst ganz schön müde sein. Du musst dich nicht hier im heißen Sand ausruhen. Aber du solltest wissen, dass Willenskraft ganz wichtig für einen Trainer ist. Ja, das weiß ich doch. Flunkiefer. Flunkiefer, uncool. Uncool. Gut. Und ein... Du hast einen Lavados, natürlich. Natürlich. Starman, das machst du. Ich meine, Lavados passt definitiv in diese Arena, gebe ich ja zu. Ja, wir hätten ja auch mal beinahe die Chance gehabt, einen Lavados zu fangen. Aber stattdessen haben wir einen Groudon, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist. Würde ich mal sagen. So, Lavados, was tust du? Flügelschlag. Ja, ist gut. Meinetwegen. Und Stärke. Zack. Tschüss, Lavados. So, jetzt muss ich mich wieder entscheiden, welches Loch ich benutzen möchte. So, Hartmann wurde besiegt. Ich gehe links lang. Ich bin mir echt nicht sicher. Stimmt es? Es stimmt. Wunderbar. Hallo, Flavia. Gut, wir heilen unsere Pokémon. Erstmal Aquana. Kriegt gleich nochmal einen Trank. Noch einen am besten. Und dann kriegt Starman auch noch einen Trank. Ich würde sagen, wir lassen Aquana vorne. Wie oft kann es Aquaknarre noch einsetzen? Noch 12 Mal. Sollte eigentlich ausreichen. Beim Eichen etwas passiert? Nee, vermutlich nicht, nee. Warum auch? Aber ist egal. Denn...
Ja, ich glaube, es reicht. Ich würde sagen, das war's für heute mit Pokémon Rubin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!